Vor allem die sogenannte westliche Welt ist sich einig. Russland hat mit der Annexion der ukrainischen Krim Völkerrecht gebrochen und destabilisiert bewusst auch die Verhältnisse in der Ostukraine. Der russische Präsident Putin bestreitet das. Er wirft hingegen Amerika, der NATO und der EU vor, ihren Einfluss immer stärker in Richtung Russland auszuweiten. Zudem hat er letzte Woche erklärt, die Halbinsel Krim habe eine heilige Bedeutung für Russland, ähnlich wie der Tempelberg in Jerusalem für die Juden. Eine brandaktuelle Kontroverse, die natürlich auch beim Besuch des russischen Botschafters in Tübingen ein Thema war. Deutsche und Russen, die gehören zusammen und wären gut beraten, zusammen zu agieren, lautet der Eintrag des russischen Botschafters Grinin ins Goldene Buch der Stadt. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Europa und Russland wollte Grinin offenbar für Verständigung werben. Ein schwieriges Unterfangen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte klargemacht, die Annexion der Krim sei Völkerrechtsbruch und durch nichts zu entschuldigen. Russland stelle mit seinem Vorgehen die europäische Friedensordnung von 1945 infrage. Eine Auffassung, die das offizielle Russland offenbar nicht teilt. Wir versuchen und haben immer dafür gekämpft eigentlich, dass in Europa eine Architektur der unteilbaren und gleichen Sicherheit für alle besteht. Aber das Problem vom heutigen Europa und die richtige Ursache von dieser Krisensituation ist die Tatsache, dass nach dem Ende des Kalten Krieges eine solche Friedensordnung nicht geschaffen worden ist. Allerdings hatte sich Russland damals vertraglich verpflichtet, die territoriale Integrität der Ukraine zu garantieren. Trotzdem hält auch Grinin daran fest, dass die Annexion der Krim ein völlig rechtmäßiger Vorgang gewesen sei. Dass andere osteuropäische Staaten jetzt in Sorge vor der russischen Außenpolitik sind, ist für Grinin nicht hinnehmbar. Russland bedrohe niemanden. Im gewissen Sinne ist das ein Versuch, von den Problemen abzulenken, die wirklich in diesen Staaten doch existieren, zum Beispiel im Baltikum. Bis jetzt gibt es sogenannte Nichtbürger. Und in Lettland und in Estland, die betragen etwa ein Drittel. Die Nichtbürger, das sind die Russen, die Russischsprachigen. Und dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Neben Oberbürgermeister Boris Palmer wünschen sich viele Menschen vor allem eine friedliche Lösung für den Konflikt in der Ostukraine. Die Sorge, dass wir in Europa wieder Kriegen näher kommen, die teilen, glaube ich, viele. Und ich habe dem Botschafter diese Sorge der Menschen in unserer Stadt zu bedenken mitgegeben, dass wir hoffen, dass Konflikte in Europa friedlich beigelegt werden können. Die sicherste Grundlage ist der Minsker Friedensplan, der eigentlich von Präsident Putin und Präsident Poroschenko eingeleitet worden ist. Und OSZE hat dabei geholfen, das zu Ende zu bringen. Jetzt muss das wirklich eingehalten werden. Allerdings wird Russland von den westlichen Staaten vorgeworfen, den Minsker Friedensplan eben nicht einzuhalten. Russland hingegen stellt sich als Opfer des Westens dar. Wir verstehen wohl und wir respektieren die Existenz von der NATO und von der Europäischen Union. Aber es gibt noch Nachbarn. Wir zum Beispiel, wir müssen auch irgendwie in irgendwelche Ordnung eingeflochten werden. Und in eine gleiche. Die russische Vision nach Grinin? Eine Eurasische Union, die mit der Europäischen Union auf Augenhöhe stehe. Die Sanktionen gegen Russland seien falsch, denn sie beschädigten kontinuierlich auch das Vertrauen zwischen Europa und Russland. Er wünsche und hoffe, so Grinin, dass der Faden des Dialogs nicht abreiße.